Hallo Angelfreunde! Ja, der Salle hat mich hier an so einem kleinen Gewässer wieder geschleppt. Es geht auf Hecht. Wir wollen Hechte fangen und nicht nur fangen, wir wollen ein Hecht auch zubereiten. Catch and cook! Wir haben nichts zu essen hier. Also ja, ein bisschen Salat wieder, wie immer. Brot habe ich dieses Mal dran gedacht. Soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie ein Hecht gegessen. Echt? Also das wird ein Premiere. Ach, echt? Ja, also du hast mir gesagt, die schmecken. Ich bin mal echt gespannt. Ja, wenn die gut zubereitet. Das einzige Problem ist natürlich wieder, der Salle kommt mit so einem ganz kleinen Mini-Kescher an. Du? Hier. Also Leute, ich mache meine Hand hier ran. Wenn hier ein richtiger Hecht kommt, dann haben wir echt schon Probleme mit der Handlandung. Ich habe gehört, die 1,20 Meter Hechte schmecken eh nicht. Also ein 60er würde ich mal sagen, der kommt mit. Der kommt entweder auf die Pfanne oder auf den Grill. Das werden wir alles gleich sehen. Ja, wir haben verschiedene Köder mit, die zeigen wir euch gleich. Und dann gehen wir mal rein in den Tümpel hier und ziehen Hecht raus. Genau. Schön Wetter heute, 27 Grad, das wird nicht einfach. Aber ja, Wasser sieht gut aus, wir gehen rein. Los geht's. Bis gleich. Oh, ist das schlammig hier. Oh, guck mal hier. Leute, ich sink hier richtig ein. Ist ja gefährlich hier, du, wo ich jetzt hier gerade bin. Wo führt der Salle mich hier hin? Also ich muss heute Abend mir die Füße waschen, Leute. Erster Wurf hier. Mal gucken. Da, Fisch! Oh, weg ist er! Nein! Nein, oh, wie Jan. Du! Oh, der ist reingeknallt, du! Wo war der? Da, Jan? Guck mal die Ratte an hier, du! Ich habe zwei Drillinge, bei mir bleibt er hängen. Wer muss eigentlich kochen? Der am wenigsten fängt oder der am besten am meisten fängt? Also ich finde das immer so unfair, wenn immer der am wenigsten fängt, irgendwas machen muss. Das stimmt. Also der am meisten fängt. Ja, der filetiert und kocht. Der den Fisch fängt. Das heißt, jeder versucht weniger zu fangen. Ist doch lustig. Ist der Salle wieder unterwegs? Ich habe eine Zange vergessen. Du hast schon einen Biss gehabt. Da muss man Zange holen. Der hat die Zange vergessen. Stell dir mal vor. Also ich glaube, heute bin ich zum, keine Ahnung, 20. Mal jetzt zum Auto gelaufen. Und irgendwas vergisst man immer. Und irgendwo habe ich eine Zange, Leute. Da, ein großes sogar. So, da ist die Zange. Und wenn ich schon mal hier bin, vielleicht kann ich was mitnehmen. Einen kleinen Frosch, 5 Gramm. Ja, der Jan hat diese Farbe, aber ich glaube, ich habe auch eine. So, nee, komm, Köder haben wir genug. Schnell wieder zurück, der Jan fängt mir alles weg. Siehst du ihn, Leute? Da hole ich einmal die Zange und der Jan fängt die Fische. Das geht hier ab wieder. Na Jan, das war nicht abgemacht. Ja Leute, seht ihr? So läuft das. Einer macht die Arbeit, ich hole die Zange und du fängst den Fisch jetzt. Ja, ist einfach doch klar. Ja. Du hast mich extra... Der ist ja voll auf die Lage, ist der da. Ja. Und der Frosch wieder, klar. Die neue Farbe. Guck mal hier, wie geil. Das ist Wahnsinn. Leute, der Frosch, das ist eine absolute, also ich sage euch, der Frosch ist auch so ein Köder, eine tolle Alternative. Und kann man überall eigentlich benutzen. Da ist die, für die Großen, für die ganz Großen. Ja, ich stecke die ein. So, das Nächste, was wir vergessen haben, holst du, dann fange ich in der Zeit ein Hecht, ja? Okay. So, aber ich glaube, ich muss auch den Frosch dran machen. So Leute, weiter geht's. Ja, kleiner ist gut. Ja, ich sag dir, der Frosch ist eine Bank. Ich sag dir das, also weil wir haben jetzt ja hier Kraut. Also man muss dazu sagen, es gibt natürlich, ich fische auch sehr gerne Boss und so weiter. Und jetzt ist hier ja Kraut und du kannst den Frosch langsam über den Kraut drehen. Und das ist, denke ich mal, seine Stärke. Da, guck, hier vom Boot. Leute, das gibt's doch, was sind das für Hechte hier? Das gibt's doch gar nicht. Guck mal, wie wild der wieder ist. Das kann doch nicht sein. Guck mal, kann man auch sehr gut so greifen. Also die kleineren kann man auch über den Nacken greifen. Das geht, da brauche ich noch nicht mal eine Zange, glaube ich. Man hat ihn auch schön in der Seite drin. Du hast die richtige Farbe. Wahnsinn! Guck mal hier! So, hier, guck! Ich finde die Farbe auch geil. Das ist ganz ehrlich. Du. Guck mal, jetzt hat er hier schon richtig, der hat richtig jetzt hier schon Markierungen drauf. Also richtig boom. Leute, ich
Wahnsinn, dieser Köder heute. Was alles geliefert hat. Also was dieser Köder heute alles gefangen hat, ist nicht mehr normal. Schaut euch das an. So Leute, ich werde mal wechseln auf ein Chatterbait, auch mit Trailerhook dran, insbesondere natürlich auch hier mit dieser Verlängerung hier vorne, gibt es ja von Gamagatsu auch, richtig gut, das ist so ein gummierter Schlauch drauf, auf der Öse steckt man einfach nur durch und er kann halt nicht mehr so zurück, das hält sehr gut. Das Ganze mit einem Popeye V-Tail getuned und den drehe ich mal durch, mal sehen. Da, vor den Füßen! Oh, vor den Füßen! Vor den Füßen! Auf Chatterbait! Auf den Chatterbait! Vor den Füßen! Leute, die Bremse ist so hart eingestellt, so hart! Ja! Yeah. Schöne Hecht, du! Das ist eine Hecht hier! Da läuft bei dir, Jan. Das läuft, ich werde auch eine schöne Hecht, du. Guck mal hier. Der ist gut, ne? Der ist gut, der hat 16. Oh. Hat er 60? Ja klar, der 60. Oh, den nehmen wir mit, den werden wir mitnehmen. Guck mal hier, der hat 60. Der ist gut auf den Chatterbait. Ich habe gewechselt. Ich hatte ja mit dem Frosch noch ein, zwei Fehlbisse. Hab mir gedacht, Mensch, warum hast du eine Fehlbisse? Hab den Chatterbait genommen und dann mit dem Popeye drauf, auch in der Mojito-Farbe. Die Farbe ist gut. Und den Trailerhook hinten dran. Guck mal, und da habe ich jetzt keinen Fehlbiss mehr. Ja. Der wollte mich austricksen, aber ich habe ihn ausgetrickst. Den ja, wir haben auf jeden Fall die richtige Farbe gefunden. Man muss nur dranbleiben. Ja. Der ist gut, du. Ja. Großer Köder bringt große Fische. Mach dir den Haken ab. Oh, der sitzt einfach. Der sitzt. Guck mal hier, der sitzt richtig. Ich muss die Zange ist auch so. Du hast recht, die verfehlen den einfach. Die verfehlen den im trüben Wasser. Guck. Schön genommen. So, ja. Den werden wir jetzt schön zubereiten. Zala, wir haben was zu essen. So sieht aus. Endlich mal. Ich muss nicht weiter angeln. Du. Das ist ja noch nicht so ein Riese, sag ich mal. Aber das ist eine richtig schöne Größe, um ihn auch zuzubereiten. Mit Salat dazu und sowas. Und glaub mal, so ein schöner Butterhecht hier. Der schmeckt richtig lecker. Mir läuft schon Wasser aus dem Mund. So. Ein Butterhecht. Butterhecht, der war gut. So, den versorgen wir jetzt. Und dann sehen wir uns gleich wieder am Land. Da lachst du, Jan. Leute, schön Hecht gefangen. Und Salah hat ja schon geschätzt, er sollte über 60 sein. Ich will ihn aber noch mal messen. Jetzt gucken wir mal, wie groß der ist. Du, das täuscht immer bei den Hechten. Mensch, er hat fast 65. Sag 65. Ich doch, 65 hat er. Fast. Aber 64. So. Ein bisschen schätzen kann ich noch. Aber fangen du schlecht. Wahnsinn, du. Schön Hecht, du. Und den werden wir jetzt mal filetieren, weil wir wollen ihn ja zubereiten und das geht immer sehr schnell. Ihr braucht dazu ein Filetiermesser und ihr braucht dazu eine Gabel. Ganz normale Gabel und ich zeige euch mal, wie schnell es geht, ein Hecht wirklich ganz schnell zu filetieren. Und Messer muss natürlich scharf sein, eine Unterlage hier vorne. Ja, scharfes Messer, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich schneide jetzt erstmal hier rein, hier vorne bis so auf die Hauptgräte. Und gehe jetzt ein bisschen rum. Und da sieht man schon hier, jetzt muss man natürlich ein bisschen auch sich anstrengen und ein bisschen ziehen. Und ich ziehe ihn jetzt praktisch an der Hauptgräte lang, bis hinten durch. So, das erste Filet ist fast fertig. Die andere Seite natürlich genauso reinschneiden hier. Bisschen schräg kann man das machen. Man darf, wenn das Messer scharf ist, muss man aufpassen, nicht zu tief schneiden, dass ihr nicht durch die Mittelgräte durchgeht. Und ihr seht das in dem Bauch nämlich gar nicht mit. Den will ich eigentlich auch gar nicht haben, die Bauchseite, weil da ist eh kaum was dran. Sondern eigentlich nur das Rückenfilet. So, zack. Und ja, das ist das. Ist nichts mehr viel das dran. Der Heck, da ist nicht mehr viel dran, seht ihr hier. Das ist weg. Das lege ich mal zur Seite.
Das sind ja die beiden Filets hier. Klar, ein bisschen Blut ist auch bei. Aber jetzt die Gabel. Und zwar die Gabel macht Sinn, wenn man wirklich hier die Gabel nimmt. Man kann sich auch, es gibt so eine für die Tierhandschuhe. Dann kommt man hier schön ran. Und dann kann man hier die Gräten entfernen, diese Bauchgräten, die sind natürlich dann, das ist das, was viele denn beim Hecht nicht mögen. Wenn man das gut entfernt mit einem scharfen Messer, geht das wunderbar. Ich nehme auch gleich noch die Flosse hier ab, die brauchen wir auch nicht. Das ist alles Rest hier. So, also und das mehr Gräte ist da nicht drin? Tolles Filet. Der Hecht hat natürlich diese Y-Gräten, ja, okay. Das muss man einfach, das muss man wissen, ne? Also klar. Aber wenn man das so ein bisschen entfernt, gerade diese Seitengräten dann und vor allen Dingen auch hier, das hier vorne, ich drehe mal das Brett, so, ein bisschen einfacher für mich. Mit der Gabel, das ist eigentlich ziemlich safe und hier wirklich Flossenansatz abschneidet dort. Eine gute Idee mit der Gabel. Und genau, und jetzt kann ich mich Folgendes machen. Jetzt kann ich hier wirklich mit der Gabel eng an rangehen und hier wirklich lang schneiden. Hier, guck mal, jetzt schneide ich praktisch hier, nehme die ganze Haut hier runter mit dem Filetiermesser und das geht ratzfatz. Ich mache es ein bisschen langsamer für euch, dass ihr das auch schön sehen könnt. Guckt euch mal das Filet hier an. Das lege ich jetzt zum Beispiel rein. Die Nummer 1. Du kannst aber Filet hier. Guck mal die Haut. Ey. Das ist, ja, nur das noch ist Endstand. Guck dir mal das Filet an. Und jetzt hier auch. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Lebensmittel. Ein Hecht. Und wird von vielen verschmäht. Ich weiß nicht warum. Wenn man ihn filetiert und zubereitet und vor allen Dingen noch mit einer Zitrone abreibt. Und das werden wir dann auch noch mal machen. Dann habt ihr auch nicht diesen typischen Hechtgeschmack, den einige nicht mögen, ja? Ja, aber zeig mal und die Haut guckt jetzt. Guckt euch das mal an, Leute. Das ist doch wirklich, das ist Endstufe. Ich sage euch ganz ehrlich, wir haben dazu noch ein bisschen Salat und so weiter. Und Fisch ist super, super gesund. Und besonders, wenn man ihn selbst gefangen hat, dann schmeckt er noch, der schmeckt noch viel besser. Und ja, hervorragend, würde ich sagen. So, Leute, jetzt sind wir hier in meinem Wohnmobil. Und ihr seht schon, direkt am Wasser habe ich hier geparkt. Ich meine, besser geht es nicht. Und ich habe natürlich alle Möglichkeiten hier. Ich werde jetzt mit dem Salat zusammen hier den Hecht zubereiten. Das sind die leckeren Filets, die haben wir ja gerade geschnitten, direkt am Wasser. Und die sind schon abgewaschen und so weiter. Wir werden also Hecht braten, habe ich mir gedacht. Der Hecht ist ja bekannt, dass er ein bisschen trockener ist und so. Aber wir werden da schön ein bisschen Margarine zu nehmen. Dann werden wir auf jeden Fall einen Salat dazu machen, ein paar Bratkartoffeln auch. Das Ganze als Beilage und ich denke mal, der Salat, dem wird das richtig schmecken. Wenn man den Hecht wirklich filetiert, ich würde ihn immer, bevor wir ihn jetzt gleich nochmal ordentlich würzen, mit einer halben Zitrone abreiben. Und dazu habe ich hier so eine Zitrone. Mal durchschneiden hier und eine halbe Zitrone nehmen. Und dann wirklich den Hecht hier, die Filets, damit wirklich abreiben. Das sieht nachher richtig, richtig toll aus. Also das darf halt auch schmecken ohne Ende. Kann also ein bisschen gut träufeln hier. Ja, ja, nur keine falsche Bescheidenheit. Geht schon los wieder mit viel Gewürz. Auf jeden Fall. Es hat super geschmeckt. Ja, da haben ja einige kommentiert von euch. Ja, wir haben den letzten Zander im letzten Video, wir verlinken das Video nochmal hier oben, ja. Haben ja einige da kommentiert, oh, viel zu viel, das kann man doch nicht essen. Nein, das ist wirklich so, also gerade Fisch braucht auch ein bisschen Power und ich mag es gerne, so ein bisschen mit Gewürz. Ich war und dabei und mir hat es richtig gut gemacht. Leute, und jetzt, die Pfanne wird jetzt langsam heiß und wir haben noch kurz Zeit hier, Fischclub, die Gewürze. Also ich kann euch was sagen, die Gewürze sind wirklich, das ist wirklich Endstufe. Also hier, ich habe es ja schon mal vorgestellt, hier vorne die Gewürze, gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und so weiter. Und ich hole die einfach mal raus hier. Ist nett verpackt jetzt auch. Und der Salah weiß genau, der mag gerne die Spice und so weiter. Und Kräuter werden wir nehmen, wir werden Salt and Pepper nehmen. Genau, auf jeden Fall bekommt ihr einen Rabatt für eine kurze Zeit. Wenn ihr darauf geht, bei Fischclub auf die Webseite, und dann gebt ihr einfach Jan, J-A-N, mein Vorname, und dann bekommt ihr 20% Rabatt. Also ist auch eine ganz tolle Geschenkidee übrigens. Oh, mediterran, das ist ja okay. Oh, das ist auch cool. So, jetzt werden wir das mal schön. Salah, was meinst du? Also Salz und Pfeffer. Salz und Pfeffer zuerst. Ne? Ich würde mal sagen, Salz und Pfeffer zuerst. Ja. Hier rauf. Ja. Und das kann man richtig reichlich machen. Spice so ein bisschen drauf auch.
Und? Ja, deine Gewürze. Mediterran natürlich. Da fühle ich mich, ja wie an der französischen Küste. Oh, das passt sogar alles rein. Wir kriegen sogar alles. Denk mal, wir kriegen alles hier rein. Guck mal. Das ist eine große Pfanne. Das ist eine große Pfanne. Guck mal hier. So, jetzt ist der Fisch hier drin. Und feuerfrei. Und jetzt geht's los. Dann, jetzt kommt Beilage, wa? Jetzt kommt gleich die Beilage, genau. Jetzt machen wir gleich den Salat, den machen wir noch nebenbei. Dann muss man sagen, haben wir natürlich schon vorbereitet hier bei uns im Camp, im Kühlschrank, ein paar Schalotten dazu und ein bisschen schön Kartoffel vorgekocht. Da machen wir richtig schöne Bratkartoffeln dazu. Das kommt dann gleich extra. Ja, Leute, und jetzt haben wir die Bratkartoffeln serviert. Dazu den Hecht dazu angebraten. Wir haben schönen Salat dabei und natürlich auch ein bisschen Zitrone habe ich auch noch hingelegt hier für den Salat. Und das Ganze werden wir jetzt gleich essen. Und das sieht richtig, richtig lecker aus. Und Salat, bitte setz dich hin. Also das sieht echt gut aus. Also halbe Stunde, glaube ich, mit Filetieren, mit allem rum und dran. Und frischer geht ja nicht. Aber jetzt auf den Geschmack von den Hecht bin ich mal echt gespannt. Und bis jetzt sehe ich keine Grete, ich bin mal gespannt. Das ist keine Grete. Schmeckt? Schmeckt richtig gut. Ja, geil, ne? Oh, Leute. Leute, das schmeckt so lecker. Schmeckt richtig gut. Und ich ärgere mich jetzt schon wieder, dass ich den Zahler so viel Fisch gegeben habe, du. Ja. Also mach das mal, probier das mal aus. Wirklich den Hecht auch mal so zuzubereiten. Und ihr werdet merken, der schmeckt richtig gut. Bisschen Salat dazu, bisschen Beilage dazu. Kommt ja, Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schön die Glocke auf jeden Fall aktivieren. Abonniert unseren Kanal. Sagt eure Meinung. Sollen wir öfter sowas Catch and Cook machen? Der Jan kann das und besser geht's nicht. Also ich bin begeistert. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schöne Grüße. Wir sagen bis nächstes Mal. Schmeckt der geil. Schmeckt super, oder?